Na dann, nun weiter geht's. Im Naturpark weiterhin. Die Illumination hatten wir, glaube ich, noch nicht. Da hatten wir noch nicht die Äpfel geworfen. Da müssen wir jetzt hin. Willkommen zu einem neuen Part. Da geht's jetzt hier weiter. Eine weitere Erkundungstour. Ein Apfel für dich. Ein schlafendes Megani. Das schlafende Megani. Und dann ist am Ende wieder ein Foto, was genutzt werden kann. Und da war immerhin auch ein Evo-Limit drauf. Dann komm, Evoli. Äpfel wegschmeißen. Da muss doch ein gutes Foto dabei sein. Und Evoli-Foto mit Megani drauf. Dann komm, Apfelwerf. Das war hier die Kristallblume. Wir müssen uns auch mal hier links und rechts und oben und unten umschauen. Müssen wir eigentlich... Müssen wir eigentlich erst alle vier Fotos zusammenkriegen? Also es gibt ja für jedes Pokémon eine Sache mit hier vier Fotos, ein Stern, zwei Stern, drei Stern, vier Sterne. Ist es notwendig, dass wir hier erstmal vier gute Fotos schießen für einen Bereich und das dann und erst dann zum nächsten Bereich voranschreiten, da wie funktioniert das? Noch ein paar Fotos von Megani schießen. Auf die Apfel sprichst du nicht an. Die Äpfel bringen hier gar nichts. Ein Apfelfoto. Oha. Ein Apple. Haben wir hier noch Pokémon? Alte Ruin. Das haben wir nicht untersucht. Die Reparation wird eingeleitet. Und schauen wir mal, was wir für tolle Fotos haben. So, nun bist du mit der Strecke jetzt schon gut vertraut. Dann will ich dir gleich mal die Fotos aus, die du mir zeigen willst. So, sehr gut. Haben wir ein Einzelfoto. Das ist ein Zweierfoto. Da finde ich das andere doch besser. Einer Foto. Wir können leider immer nur eins auswählen. Ist hier unten ein gutes, wo es... Wo es halbwegs gut drauf zu sehen ist. Mit Evoli vielleicht. Da ist mit Evoli drauf, aber das ist leider kein Zweierfoto. Das ist ein Einerfoto. Da geht ja vielleicht auch.
Ne, mit Evoli drauf. Evoli mit ihm drauf. Oh, das sind Zweier mit Blume. Sehr schön. Ja, wir können ja leider wirklich nur eins auswählen. Das Beste von allen. Was haben wir da fotografiert? Antike Ruinen. Okay, jetzt sehen wir mal die Fotos. Miller Check. Megani. Neu. Ja, hübsch. Evoli. Ach, ein ganz neuer Kunde des Pokémon. Kristallblume. Ja, da finde ich das fast besser. Antike Ruinen. Hat natürlich keine Pose und so. So, ein bisschen Forschungslevelanstieg. Nicht viel, aber ein bisschen. Deine Fotos werden immer besser. Ich werde auch mein Bestes geben, um unsere Forschung voranzutreiben. Zum Basiscamp. Vielleicht passiert bald mal wieder was. Wir wollen mal endlich mal raus aus dem Park, vielleicht irgendwann. Das wäre mal ganz prickelnd. Im 5., 6. Part mal langsam voranzukommen. Storytechnisch und so. Let's go. Und dann sollen wir hier noch weiter Fotos machen. Forschungslevel ändern. Was war es denn bisher? Auf Level 1 gestellt oder was? Eine andere Route jetzt oder wie läuft das? Ah, alles klar. Ein Pico und ein Chebec hieß es, glaube ich. Misofunk. Da hinten ist was, ein schlafendes Dodri. Den kannst du auch versuchen abzuwerfen. Ein wütendes Dodri. Oh, es ist die Äpfel. Guten Appetit, Dodri. Sehr schön, das ist doch bestimmt ein gutes Foto. Hier ist was zu untersuchen. Und wo denn? Ich sehe es nicht. Jetzt habe ich einiges verpasst. Ist noch mehr zu untersuchen. Kristallblume. Am Apfel abwerfen. Auch was bringen. Verdammt. Schon mit einem anderen noch jetzt drauf. Schwäne abwerfen. Und Pikolente. Thank you.
Wenn wir das mal treffen und ärgern. Ein paar Pokémon ärgern. Verdammt. Das Beanstalk können wir treffen. Scan-Funktion einsetzen. Ja, wie denn, wo denn? Hier oben. Oha, die haben wir ja noch gar nicht gesehen. Tangelbus. Okay, interessant. Ganz neues Pokémon entdeckt. Es ist. Das haben wir aber, glaube ich, schon fotografiert beim Essen. Und da fliegt es weg. Einmal Apfel durch den Ring werfen. Sehr schön. Oh, das war gerade ein sehr gutes Foto. So, zurück geht's. Ein bisschen Pokémon geärgert und neues entdeckt. Ein neues Pokémon fotografiert. Ja, hat er sogar bemerkt. Hurra. Bisofang. Das zieht zu Bisofang. Okay. Ah, hier ist mit Blume und mit der anderen. Das ist eine gute Wertung. Nee, das findet das andere. Da findet das andere besser. Pichung. Im Gras spielend. Naja, das ist leider das auch besser. Ein Dodri. Von vorne ist es doch besser. Ein bisschen wütend. Wir haben ein Dreier. Sehr schön. Das ist doch besser als das andere. Sehr schön. Und dann nehmen wir das hier, würde ich sagen. Svaronis. Ja, natürlich. Picolento. Und wo ist Picolento am besten drauf? Wir beide von hinten. Das am ehesten. Okay, Fotos zeigen. Wieso Frank? Jetzt haben wir noch nicht im Pokédex. Sehr schön. Und wird ersetzt. Selbstverständlich. Pulente mit einem schwarzen Nest drauf. Sehr schön. Und Svaronis mit einem Picolente drauf. Sieht auch größer aus und besser aus. Das Dreierfoto ist irgendwie ein bisschen Tangolos neu. Und ein Korelei. Definitiv besser.
Sehr schön. Parkrank-Tag. Ach so, das sind immer die Levels für den Park und für das Level. So, Basiscamp. Ich weiß nicht, wie wir zu dem nächsten Gebiet dann kommen oder wie das hier abläuft. Ist komplett blind bei mir. Hab den ersten Teil, hab das Original auch nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie das da läuft mit erfüllt. Okay. Boah, was für ein gewaltiges Gähnen. Es muss wahnsinnig müde gewesen sein. Müssen wir erstmal die Quests hier erfüllen oder so? Die Früchte. Das Pokémon müssen wir herausfinden. Megane sieht sich ständig um, wenn es hier ist. Und es nur nach der Suche nach einem Freund ist. Okay, da müssen wir wohl. Wird nochmal mal nach dem ein Foto schießen, wo er sich umschaut. Und wenn eine Mission. Ich muss erstmal die Mission hier. Die Aufträge abschließen, die Forschungsaufträge. Okay, Megani, wie es sich umschaut. Kriegen wir hin. Wenn wir die Forschungsziele erreicht haben, dann können wir vielleicht weiter. Und warte sehnsüchtig auf das nächste. Das nächste Gebiet. Ich habe gehört, da gibt es noch ganz andere Gebiete. Okay, Megani, wenn es sich umschaut. Scannen können wir auch mal. Ein bisschen erforschen tut auch nicht weh. Aha, aber was? Ein Evoli, ein Megani. Nicht schlecht. Schaut sich noch nicht um. Andere Leute sind hier nicht in der Nähe. Müssen wir aufmerksam sein, wenn es sich umschaut. Da dann mal ein Foto machen. Das tut es doch gerade, oder? Aber nach wem schaut es sich um? Das sollen wir vielleicht herausbekommen. In welche Richtung es guckt. Sehen wir da was Auffälliges? Also ein Foto, wie es sich umschaut, haben wir schon gemacht. Erkundung ist gleich vorbei. Mal ausschalten, nach wem es sich umgeschaut hat. Irgendwo hier. Aber da ist ja nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nur Megani in voller Pracht und Größe. Und Evoli habe ich auch schon entdeckt. Hier können wir noch ein bisschen Apfelweltwurf machen. Teleportiert zurück. How
Wir haben neue Fotos. Mist umschaut wird mal. Das brauchen wir für die andere Quest, nicht für. Haben wir ein Einzelfoto für Evoli, immerhin. Sehr schön, müssen wir wirklich erst die Vierer voll machen oder wie sieht das aus? Was müssen wir machen, damit es hier weiter geht, damit wir neue Gebiete, neue Strecken finden? Ich weiß nicht, werde ich mal im Labor nachgucken und da irgendwie Sachen herausfinden. Hier müssten wir doch jetzt einen Auftrag erledigt haben. Müssen wir den Freund finden oder was? Okay. Ich weiß nicht, ich habe mich schon umgesehen. Fotodex. Pokémon haben wir hier. Oha. Jede Menge. Müssen wir wirklich das erstmal vervollständigen, bevor wir weiter vorankommen oder wie? Oder was? Die Karte. Information von der Karte. Parktag. Rappelvoll hier. Bei Nacht sehen wir die hier, können wir diese hier sehen. Echt nichts Neues. Oha, Lumina-Zone. Kristallblume, Kristallblume. Ach so, hier die Antikrubine. Ruine. Das, was wir schon so gefunden haben. Sammlung. Kristallblume. Alles klar. Blicke ich hier irgendwas nicht oder was hier los? Sanftmütige Mysterium. Abenteuerdaten. Können wir hier nur weitermachen? In anderen Gebieten. In anderen Gebieten noch nicht. Dann können wir uns das erstmal anschauen. Flogis legt manchmal ein seltsames Verhalten an den Tag. So als würde es die Kraft der Natur in sich aufnehmen. Kannst du es bitte mal untersuchen? Okay, dann müssen wir wohl am Tag hier nochmal hin. Einmal Flogis untersuchen. Ich weiß nicht. Wieso kommen wir hier eigentlich nicht? Verpasst irgendwas? Wieso kommen wir nicht in ein nächstes Gebiet? Habe ich da irgendwie was verpasst, was wir sonst eigentlich hinlegen müssen? Das war ein schlechtes Foto. Sehr gut. So, wir können hier noch weiter fotografieren.
Okay. Ein paar Apfel werfen. Ein schwimmendes Pizza. Hätte ich besser ansuchen müssen. Das wollte der Fasser untersucht haben. Von wem kommen die Dinger, war die Frage. Das hatten wir ja auch schon. Dann war noch ein Wampel. Das war ein Nest im See. Noch kein Entchen-Pokémon. Vom Carpador haben wir auch noch nicht so ein großartiges Foto gemacht. Ein Pizza-Weitwurf. Oh, sehr süß. Jetzt haben wir es beim Greifen fotografiert, wie es sich den Apfel gegriffen hat. Hut am Tag rauslocken. Zu spät geworden oder was? So. Da hat es ein bisschen wütend reingeguckt. Und das müssen wir fotografieren, während es sich in der Sonne, von der Sonne gut gehen lässt. Na komm, schick mir ein schönes Foto. So wird das nix. Das war zu spät, da kann ich ihn noch fotografieren. Aber ich glaube, davon haben wir schon was. Irgendwas haben wir, diesmal haben wir mehr Pokémon zu Gesicht bekommen. Irgendwas hat sie gesagt. Da muss ich mich nochmal belesen, was wir hier weitermachen sollen, weil das Let's Play hier in dem Park verbringen ist auch nicht das, was soll. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall ein besseres Chimpep links. Oh ja, hier. Nee, keins schlägt wirklich das, was wir hier von dem haben. Nee. Mit jetzt haben wir vielleicht Neues. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Nämlich Hut am Tag von mir aus. Pico
Polente. Aufgehen. So, Fotos zeigen. Let's do this. Perfect timing. So, sehr gut. Aktuelles Foto. Eigentlich eindeutig das Bessere. Ist auch ein besseres Foto. Flurries. Auch ein schöneres Foto. Und ein Zweierfoto für Schwalbini. Colente. Muss man hier wirklich alle sammeln, irgendwie das Album voll machen. Positionen, damit wir bevor wir weiter können. Oder wie? Muss ich vielleicht mal wirklich recherchieren. Oder erst das Level auf 3 geben oder so. Ich weiß es nicht. Verstehe ich nicht. Na gut, ich will erstmal eine Pause machen. Aufnahmepause. Schauen wir mal dann weiter. Ich muss mal gucken, wie das hier läuft. Vielleicht verstehe ich irgendwas noch nicht genug falsch und habe irgendwas übersehen, was mich weiterführt. Ansonsten, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.